So Leute, ich bin jetzt hier gerade auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt. Es ist wunderbares Wetter. Grauer Himmel. Nass, kalt, herrlich. Ich liebe das. So, nun bin ich ja von gestern noch besoffen, wie ihr wisst. Sonst wäre ich nämlich hier gar nicht hingegangen und hätte mir den ganzen Scheiß hier gar nicht gemacht. Aber Leute, jetzt muss ich erstmal eine Wurst essen und dann melde ich mich nachher nochmal vom Rathaus. Ach so, das muss ich ganz schnell, das muss ich noch schnell sagen. Da waren schon gleich drei super junge Mädels. Blond, jung, steinreich. Und die wollten mit mir losmachen. Und die wollte ich euch zeigen, aber da war gerade mein Akku alle. So, auch was gibt's hier denn? Oh, die Leute hier, die sind ziemlich dröge. Und naja gut, erstmal Schluss jetzt. Ich muss erstmal was essen. So geht das hier aus. Weiter geht's hier mit meinem Weihnachtsreport. Direkt von der Mönckebergstraße, Karstadt. Da hinten ist die Petrikirche. Und so wunderbar, es fängt gerade an zu regnen. So, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen dahin. Die wilden Weiber habe ich abgeschüttelt. Beim Vorstand hinten habe ich schon ein Autogramm gegeben. Die kennt mich. Ach, es läuft alles so wunderbar. Ah. So, und jetzt geht's weiter direkt auf den Rathausmarkt, Freunde. Come on! So Leute, jetzt stehe ich vorm Rathausmarkt hier. Vielleicht seht ihr das da hinten. Ich muss das hier alles als Selfie machen mit langen Armen. Ich sehe ja nichts. Jetzt gucke ich mal auf meinen Bildschirm, damit ich auch mal sehe, was ich überhaupt aufnehme, Leute. Rathausmarkt habe ich schon gesagt, ne? Und da hinten ist auch irgend so ein komisches Ding da. Mal ranzoom. Was ist denn das? Oh, alles blinkt und alles. Naja, gut, Leute. Jetzt bin ich aber kaputt. Nun werde ich auch noch mal einen kleinen Glühwein trinken. Ah. So, nun muss ich mal eine ruhige Ecke hier finden. Oh, hier die langen Busse hier. Busse. So eine langen Busse haben wir hier. Nimmt gar kein Ende. Lange Busse. So, pass auf, eins muss ich euch noch mal ganz schnell erzählen. Und aufpassen, es regnet schon wieder hier. Die Straßen sind glatt. Guckt euch an. Kopfsteinpflaster. Haha. Wie vor 100 Jahren. So. Das muss ich mal ganz schnell erzählen. Gestern beim Knobeln. Da haben sie mich gefragt. Freddy, was hast du denn letzte Nacht gemacht? Da war das ja so hell bei dir. Ich sag, ich habe einen flotten Dreier getrieben. Flotten Dreier. Oh, Freddy, hör auf, wie hast du das denn gemacht? Ich sag, ich habe mir zwei Spiegel gekauft. jetzt werde ich Glühwein trinken und das irgendwann mal ins Netz stellen, Freunde. Also, Kinders, ein kleines Abschiedsbild. Hamburg, Weihnachtsmarkt. Geht mir alles im Grunde genommen am Arsch vorbei. Aber das ist die beste Therapie, wenn man am Tag vorher gesoffen hat, um hier mal wieder ein bisschen zur Vernunft zu kommen. So, Ende. Aus! Cut! So, Leute. Jetzt hier nochmal eine schöne Bude. Hier. Tanja Gamma. Da habe ich an dich gedacht. Guck mal hier. Alpenwelt. Das ist auch was für dich aus Linz in Österreich. Ja, alles lacht ja schon. So sieht das aus, wenn man hier Selfies macht und mit sich selber sammelt und die Kamera auf einen hält. Obwohl, es ist doch irgendwie ganz schön hier. Kerzenhaus. Guck mal, wie schön. Kerzenhaus. Und so was Feines. Guckt euch das an, Leute. Ist das nicht was Schönes? Wer da nicht weint, der hat auch keine Tränen. Mein lieber Mann. Leo, nun war jetzt mal wieder Schluss. Dann immer oben dann noch auf den roten Stern. Hier, der Kreml ist auch hier, Leute. Der Kreml. Roter Stern da oben. Kreml. Das ist für dich. Hamburg ist international. So.
Ist das nicht schön, Leute? Wer da nicht weint, der hat, habe ich schon gesagt, ne? So, weitermachen hier. Guckt euch das an. Original altes Karussell. Original. Ist das nicht schön? Kindheitserinnerung! So Leute, jetzt noch mal einen kleinen Schwenk auf Neuen Wall. Neuer Wall, da kaufen die Reichen ein. Leute, so schön kann Hamburg sein. Hier am Alster-Ding hier. Alster! Binnenalster heißt das hier, weil die hier drin ist. Da hinten, Leute, ist die Außenalster. So Leute, das war eben die Petrikirche und jetzt zeige ich euch noch mal, wo ich immer Kaffee trinke noch mal. Und zwar hier in der Steinstraße, die Rösterei. Da oben steht das. Kann man wieder nicht erkennen.
Der hat mich gemeint, weil ich auf der Straße gestanden habe, die Ärsche. Keine Weihnachtsruhe. Da kann man nicht erkennen, ne? Da, die Rösterei. Da gehe ich jetzt rein. Wenn mich die Leute durchlassen. Da war das eben so voll da auf dem Weihnachtsmarkt. Heute ist der 16. Mittwoch, normaler Tag. So, jetzt in die Rösterei. Freunde, hier kostet ein Viertelpfund Kaffee 7,90 Euro. Viertelpfund, nicht 500, 250. Nee, halbes Pfund. Ach, ach, egal. 250 Gramm, 7,90. Aber egal, den kaufe ich. Die Bohnen werden gepflückt von der Hand. Da haben die Belege von. Die Pflücker werden mit der Sänfte zur Bohne getragen. Dann pflückt sie 12, 13 Stück und dann werden sie wieder zurückgetragen. Ja, so, hier gehe ich jetzt rein, dann höre ich auf. Und nachher trinke ich Punsch und packe die Kamera weg. Man kommt ja zu gar nicht, ist auch so voll hier, soll ich aufhalten? Nee, ne? So Leute, guckt euch das an. Kommt mal rein, seien Sie dabei, machen Sie das. Ich mache hier, ja, für meine Facebook-Leute, muss ich doch eure schöne Rösterei, wo ich immer den guten Kaffee für 97, die 125 Gramm kaufe. Das muss man der Welt doch mal sagen. So, guckt euch das an, Leute. Das ist hier die Rösterei. 7,90 Euro, 100 Gramm Kaffee. Und man gönnt es sich. Alles selbst gepflückt, der Chef pflückt die alle selber. Ja, sie können mal hier diesen sehr guten. Ja, das ist die schöne Frau. Die kennt mich schon. Die wollen immer alle nicht. Die wollen immer. Welchen soll ich probieren? Ich filme nicht. Ist schon ausverkauft. Ist ausverkauft? Ja, ist schon ausverkauft. Letztes Mal, der war ausverkauft, der Guana oder wie der heißt. Gahaha. So Leute, das ist die Rösterei. Man kennt mich hier. Und jetzt werde ich mich da hinten hinsetzen und schönes Käffchen trinken. Und jetzt ist Schluss mit Weihnachtsding hier. Kamera einpacken, Ende aus. Bap, cut. Jetzt bin ich hier in der Spitalerstraße. Überall Weihnachtsmarkt. Und UPS hat ein neues Sicherheitsfahrzeug hier. Guckt euch das an. So wird heutzutage transportiert. UPS. Weltweite Dienstleistung. So, kennen das. Ah. Dann habe ich eben Eierpunsch getrunken. Dann bin ich aber kaputter, du. Hier ist was los. Ich kann kaum mich irgendwo hinstellen. Überall Leute. Siehst du doch schon wieder. Ich flüchte. Oh. Also, Weihnachten, Live-Film bringt keinen großen Spaß. Aber trotzdem wünsche ich euch alle flotte Weihnachten. Ah, flotte Weihnachten. Jetzt bin ich schon wieder besoffen und im Winterwald, Alter.